Okay. Okay, 1, 2. Ne, dann wieder 1, 2. Nein. 1, 2. Nein. 1, 2. Nein. 1, 2. 3. Nein. 1, 2, 3, 4. Nein. 1, 2, 3. Moment. 1, 2, 3. Ah, okay, wir können den hier. Ah, okay. 1, 2, 3, 4, 5. Nein. 1. Nochmal. 1. 2, 3, 4, 5, 6. Yes! Was ist denn das? Was ist jetzt drin? Was ist denn das? Eine Taste? Irgendein kleines Teil. Wow. Das war jetzt super wichtig. Das ist wahrscheinlich... Das sieht aus wie... Ja, hier haben wir keine Ahnung. Vielleicht, können wir vielleicht den Kerl... Hat der irgendwie ein Namensschild drauf vielleicht? Und da müssen wir ja... Da fehlt ganz klar so ein Drehrad. Ein rotes Kraut. Da steht einer. Der steht wieder. Oh mein Gott. Diese... Ich werde überleben durch diese... Hat der nicht noch geknurrt, der eine gerade? Hat die Frau vielleicht was dabei? Oh, ja, hat sie. Die hatte Munition dabei. Hätte gebunkert. Ja, ich glaube, ich werde nur deswegen besser, weil die sich nicht bewegt haben. Also ich glaube... Ja, Leon stöhnt recht viel. Ja, diese Kiste sieht aus, als könnte man da draufsteigen. Moment, stand da gerade was? Oh, nee. Wie viel Munition kann ich stapeln? Oh Gott, da steht eine Statue oder so. Ja, man könnte das jetzt raten, aber es macht natürlich keinen Sinn. Hä, wo kommt denn diese... Ach, es ist diese Statue da. Oh Gott. Ein Schlüssel. Okay, dann sollten wir jetzt auf jeden Fall uns mal heilen. Dann können wir den Schlüssel mitnehmen. Das ist der Blattschlüssel. Wir haben ja einige Saves, die... Was zum... Okay, ich gehe. Der ist reingesprungen. Der ist definitiv reingesprungen. Das habe ich mir nicht eingebildet. Der ist hier reingesprungen.
Okay, bitte, Fabi, erinnere dich dran, dass du nicht nachlädst. Fabi, nicht nachladen. Schießpulver. Ich habe keinen Platz für Schießpulver. Fabi, nicht nachladen, bitte. Kann ich... Moment, was steht da? Das steht hinter meiner Cam. Nicht ausrüsten. Untersuchen, kombinieren, wegwerfen. Warum habe ich so wenig Platz? Die Bretter kann ich auch nicht mitnehmen. Steht da hinten irgendwas? Ist das die Eingangshalle? Nee, ist ein anderer Raum. Leon, Marvin hier. Komm so schnell wie möglich zurück. Alles in Ordnung, Marvin? Ich möchte dir was zeigen. Ist wichtig. Verstanden. Wow, ich hätte ein Bild gemalt. Okay. Ja, ich muss unbedingt nicht nachladen. Scheiße. So viel zu, ich werde besser mit Schießen. Oh shit. Halt mein Messer mal kurz, bitte. Ich brauche das wieder. Schöner Mist, ich treffe ja wieder nichts. An den Hals. Wo läuft der denn hin? Wie läuft der denn? So ein... Nein, ich habe nachgeladen. Ich werde es mir nie merken. Geh weg! Igitt! Was zum Teufel? Der lädt automatisch nach. Jetzt aber, oder? Oh! Was zum... Na klar! Und da steht sie auch einfach wieder auf. Okay, jetzt habe ich zwei Schuss drin. Jetzt sollte ich auf jeden Fall die Waffe dann wechseln. Da ist noch ein Messer drin. Das heißt, wir können noch ein zweites Messer haben, theoretisch. Achso, wir müssen das Teil hier bewegen. Ja, nee. Wir müssen diese Hebebühne müssen wir ins Inventar packen. Ah. Oh, bitte lass ihn verbraucht sein danach. Nein, er ist nicht verbraucht. Jetzt sind wir unten. Jetzt kann ich unbedingt schnell die Waffe wechseln. Waffe wechseln und Sachen ins Inventar legen. In die Kiste legen. Oh, bitte nicht. Ich will noch nicht mit ihm reden. Bitte. Nein, keine Cutscene. Da bist du ja. Komm her. Siehst du das? Ja. Ich wusste, sie schafft's. Du kennst sie? Ja. Sie heißt Claire. Ich kam mit ihr in die Stadt.
Du gelangst zu dem Hof da. Die Stufen hoch. Ostseite. In Ordnung. Danke, Lieutenant. Wow, das war jetzt mega wichtig. Super, deswegen sind wir jetzt hierher gekommen. Okay. Jetzt unbedingt die Waffe hier ablegen. Wir brauchen dringend Platz. So. Mathilda brauchen wir. Und diese komische Taste legen wir hier ab. Dann legen wir auch das Messer ab. Und die Shotgun-Munition legen wir ab. Okay, einmal speichern. Und dann holen wir jetzt nämlich jetzt die anderen Sachen noch. Okay. Ah, jetzt haben wir auch richtig viel Möglichkeit, die Waffen, die Munition zu tragen. Hier unten ist auch nochmal so eine Tür. Da gehe ich definitiv gerade mal wieder raus. Erstmal holen wir die Sachen von hier oben. Ich dachte, das ist vielleicht ein verbundener Raum, aber ist es nicht. Genau, hier rein. Ach, Mist. Mist, Herr, meine ich. Ach nein, der braucht einen Hebel. Also müssen wir hierfür einen Hebel finden. Ne, ich spare mal gerade die Munition hier. Ist das Messer weg? Rotes Buch. Moment, das hatte diese Königsstatue, hatte das in der Hand. Hä? Ist das jetzt ernsthaft weg, was hier lag? Unser Messer. Dann sollten wir unser Messer wiederholen. Okay, also wir brauchen hierfür einen Hebel. Ja, die Messer gehen auf jeden Fall kaputt. Deswegen haben die auch eine Haltbarkeit. Aber dass das eine Messer da nicht mehr lag, ist natürlich sau ärgerlich. Ah, hier. Die Bretter stapeln sich. Oh mein Gott, das ist super. Also wir sollten die Sachen halt immer möglichst mitnehmen, damit wir die ins Inventar packen können und dann... Okay, wir sollten nochmal nach da hinten gehen. Also ich muss jetzt hier wirklich mal alles so ein bisschen absuchen. Das da hinten... Ich glaube, hier ist irgendwas. Oh nein, ich habe kein Messer dabei. Diese Konzernwichser haben mir den Geldhahn abgedreht und das alles nach allem, was ich für sie getan habe. Aber wenn es unbedingt sein muss, werde ich mich noch etwas Spaß gönnen, während die Welt den Bach untergeht. Ich habe die Drecksschweine in NC4 präparierten Stahlfähig gesperrt, muss sie nur noch zünden. Das war's dann mit dem. Aber wenn es zu schnell geht, dann macht das keinen Spaß. Vielleicht, ja, dem, vielleicht gebe ich ihnen ein kleines Spielzeug und sage ihm, töte deinen Nachbarn und werde... Was zum Geier? Du schreist was von Gerechtigkeit und Stolz, aber wie oft habe ich... Aber wie oft hast du dich bitte mir, deinem Vorgesetzten, schon widersetzt? Ja, du warst so ein guter Bulle. So gut, dass du sterben musstest. Manno, bringt das Spaß. Fehlt nur noch Musik.
brauche ich hier für Musik? Gürteltasche. Wir haben mehr Platz. Oh mein Gott, endlich. Das war so wichtig. Warum habe ich das nicht früher mitbekommen? Da ist eine Statue, der wir wahrscheinlich was in die Hand drücken müssen. Und C4, was wir wahrscheinlich zünden müssen. Aber ich brauche wieder ein Messer. Ob man das mit dem Messer machen kann da? Ich weiß es nicht. Ich sollte wieder ein Messer mitnehmen. Wo ist diese Königsstatue gewesen? Hier ist die Einhornstatue. Boah, das ist super verwirrend, dieses Haus. Schießpulver. Na, jetzt habe ich es zur Munition gemacht. Okay. Ja, aber besser so, als es anders wäre. Oberes Stockwerk. Okay, also wir haben jetzt zumindest schon mal die Karten. Und hier muss man wieder einen Code eingeben. Boah. Ey, sorry, wenn ich hier arbeiten würde als Polizist, dann würde ich alleine deswegen kündigen. Weil das super verwirrend ist. Ich weiß nicht, ob das Messer... Wo ist diese Königsstatue? Die braucht ja das Buch. Das ist der Löwe. Ich würde sagen, wir packen mal das Buch hier unten rein und holen uns mal das Messer wieder dafür. Weil ich glaube, das ist jetzt halt super ärgerlich, dass das Messer, dass eine Messer verschwunden ist. Das, also wir merken uns jetzt, das Messer haut, verschwindet, wenn wir den Raum verlassen. Was super blöd ist. Wir bräuchten... Ich hatte definitiv beim letzten Mal durchspielen zu dem Zeitpunkt die Flinte. Das verwundert mich jetzt gerade ein bisschen, wie ich an die Flinte gerade rankomme. Aber wir haben jetzt diesen Schlüssel und können jetzt hier unten rein. Na, dann gehe ich ja erstmal hier unten rein. Nee, erstmal gucke ich nach dem C4 oben, ob wir das irgendwie abmachen können. Nochmal kurz, ob wir das C4 abmachen. Also dieses Zombie hier, das eine, das steht auf und fällt hin, wie er Bock hat. Wow. Jetzt hat er gerade echt mal Bock gehabt, so einen kurzen Ansprung zu machen. Oh Gott, jetzt habe ich gerade kurz gedacht, dass da einer stand. Jetzt gucke ich mal, ob das mit dem Messer abgeht. Also von der Optik her finde ich, sind die Zombies richtig übel. Also ich finde, die sehen richtig übel aus. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber... Also ich finde, die Zombies sehen richtig übel aus. Also ich habe den Zweier mir auch schon... Also ich kenne ja die Story vom Zweier grob, also ich habe die auch schon bei 10 Millionen Speedrunnern auch angesehen. Aber das ist ein ganz, ganz anderes Gefühl jetzt so mit der Optik. Das sieht richtig übel aus. Und ich finde gerade das Schadensmodell von den Zombies ist halt richtig übel. Das Schadensmodell sieht richtig übel aus. Also wenn man dann hier merkt, dass man dann irgendwie mal jemanden trifft und ihm dann irgendwas wegschießt. Also ich habe aber das Gefühl, dass die langsam aber sicher wieder aufstehen. Also wir sollten wirklich nur schießen, wenn wir irgendwie nicht weiterkommen. Also ein bisschen mehr auf Munition sollte ich schon achten, glaube ich. Auch wenn ich jetzt gerade ein bisschen mehr habe. Ah, hier sind wir jetzt. Okay. Aber hier haben wir immer noch den Safe, den wir nicht wissen, wie wir aufmachen können.
Und hier brauchen wir immer noch die Waffenkarte. Oh, wartet mal. Wir können doch hier dieses Tastenpad draufsetzen. Ja, klar. Ja, natürlich. Hier ist doch so eine Kiste drin, oder? Ja. Meine Güte, dass ich mich da... Ha, perfekt. Okay, jetzt müssen wir gerade gucken, welche Taste wir dafür ersetzen. Moment. Gleich habe ich es. Welche Taste sollen wir ersetzen? Moment, wir gucken mal gerade. 1, 2 ist für Schießpulver. Ein Messer ist bei 1, 3. Also 2 ist für Schießpulver. Und 2, 8, da brauchen wir aber auch 2 Tasten. Also wir brauchen 2, 8. Und 2, 3 ist dann für die geile Tasche. Also brauchen wir 2 und 3. Also sollten wir sowieso beide ersetzen. Dann setzen wir hier erstmal das Ganze, würde ich sagen, in die 2 ein. 2, nee, Moment. 1.2. Okay. Das ist Schießpulver, denke ich, oder? Ja. Okay, jetzt können wir auch da drüben noch alles öffnen, was eine 2 hat und keine 3. Also 208 für Pump-Munition. Okay, die holen wir auch nochmal raus. Müssen wir alles hier schon mal rausholen. 208. 208. Sehr gut. Nice. Das müssen wir jetzt aber auch unbedingt dann... Ich will diese Waffenkarte haben. Das ist nämlich die Pumpgun dahinter gewesen. Okay, 103. Und das Ganze öffnen wir dann halt beim nächsten Mal. Wenn wir hier rein... Wenn wir so eine... Nee, das geht nicht auf die Tür.